Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es etwas, wo viele von euch bestimmt schon mega lange drauf gewartet haben. Heute probieren wir mal wieder Perücken von Amazon. Ja, wie gesagt, es kam jetzt auch schon lange Zeit kein Perückenvideo mehr. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit trage ich kaum Wigs, einfach auch wegen dem der aktuellen Lage, ne? Keine Ahnung, ich habe im Moment nicht so Bock. Aber jetzt bin ich wieder richtig excited und ich bin richtig gespannt, die anzuprobieren. Ich habe die mal wieder auf Amazon bestellt. Die drei Perücken, die wir uns heute angucken werden, sind natürlich für euch unten verlinkt. Und die waren sogar diesmal super, super günstig. Also die teuerste war irgendwie 31,99 €, aber die sahen alle mega aus. Und deshalb bin ich richtig gespannt, weil für den Preis eine gute Perücke zu kriegen, ist nicht einfach, aber es ist machbar. Ich erinnere euch nur an diese Ombre rosane, dieser Longbob, den ich habe. Die hat ja auch irgendwie 35 € gekostet oder kostet noch 35 €. Und das ist, glaube ich, von Amazon die beste Perücke, die ich je hatte. Das Video dazu verlinke ich euch auch mal unten. Ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so lange drumherum. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video schon mal einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Dieses Video wird wirklich nur so ein Try-on-Haul, also ich zeige euch die Perücken, schneide die dann zurecht und ziehe die auf, aber hier wird es jetzt nicht darum gehen, wie man Perücken am besten anzieht, wie man die zuschneidet und so. Das alles, dazu habe ich schon eine Videoreihe gemacht, das ist alles für euch unten verlinkt. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, sehen die Perücken gut aus oder nicht? Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir legen los. Also das hier sind die drei Perücken. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, ich bin richtig gespannt. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal diese hier, die ist ja wirklich so am dezentesten verpackt. Ich werde euch hier jetzt gleich ein Foto einblenden, wie die Perücke auf Amazon aussah und auch wie teuer sie war. Ich meine, die hat irgendwie 22 € gekostet. Und ich habe echt versucht, so vielfältig wie möglich zu sein bei meiner Auswahl heute. Und das ist eine dunkle Perücke. Also tatsächlich so eine braune Perücke, weil ich wurde auch schon richtig oft gefragt, ey, kannst du mir eine gute, günstige braune Perücke empfehlen? Und ich hatte bis jetzt noch nie eine und deshalb ist es vielleicht jetzt die erste. Kommt mit so einer Wig Cap. Und ja, das ist so ein richtiges Schokobraun. Ich muss auch sagen, immer wenn ich mir jetzt Fotos angucke, wo ich noch dunkle Haare habe, denke ich mir so, wow, I want it back. Und deshalb freue ich mich jetzt gleich, die aufzuziehen. Oh, okay, das ist keine Lace Front. Ich dachte echt, ich habe nur Lace Front bestellt. Habe ich aber anscheinend nicht, aber die sieht gar nicht so schlecht aus am Ansatz, tatsächlich. Und die Wellen sind schon mal super, super schön. Und ja, die Farbe gefällt mir auch echt gut. Und die hat jetzt auf den ersten Griff ins Haar auch gar nicht zu viele Haare, tatsächlich. Ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich schon so höre, das ist keine Lace Front, bin ich immer schon vorsichtig. Aber ich zeige euch jetzt, was ich gut finde. Also erstmal, die hat hier so ein Silikon, wo die Haare draufgeklebt sind, oder was sind die denn? Doch, die sind auch vernäht. Und ja, das sieht eigentlich recht natürlich aus tatsächlich. Und hier vorne, könnt ihr mal gucken, sieht man das jetzt? Ich hoffe. Hier sind extra so, ja, ich glaube, die kann man auf jeden Fall gut als Babyhaare zuschneiden. Und ja, ich finde die jetzt optisch echt gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt gespannt, ob das wehtut, dass sie keine Lace Front hat. Und ich werde sie jetzt anziehen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So Leute, ich muss ehrlich sagen, diese Perücke ist, glaube ich, mit die schlimmste, die ich in meinem ganzen Leben aufhatte. Ich habe gerade echt überlegt, ob ich da irgendwas dran verändern soll. Aber selbst wenn ich jetzt hier Babyhärchen schneide, macht das hier oben nicht besser. Ich sehe aus, als hätte ich so einen spitzen Kopf und es ist einfach alles grauenvoll. Also das ist wirklich schon mal ein richtiger Reinfall. Ich meine, man kann jetzt für 20 € auch nicht so viel erwarten, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht möglich ist, da irgendwie was Schönes zu bekommen. Irgendwie für Fotos oder so, aber das ist ja wirklich eine Katastrophe. Also wirklich, ich habe überlegt, ob ich die hier echt so ein bisschen zuschneiden soll, aber ich dachte mir, komm, ey, das bringt eh nichts. Ich bin auch, ihr wisst das ja, viele kritisieren das ja, ich bin ja nicht so der Mensch, der da irgendwie 2 Stunden Arbeit reinsteckt, bevor ich die mit der Perücke rausgehe. Ich ziehe die auf und entweder die sieht dann gut aus oder nicht.
Aber ich weiß nicht, ob man hier irgendwie was rausholen kann. Die Haare fühlen sich auch extrem künstlich an. Die erinnert mich tatsächlich echt so zu 100% an so eine Karnevalsperücke. Von hinten geht die noch, sage ich mal, klar. Die Wellen sind halt schön, aber die Haarqualität, also die sind auch direkt elektrisiert. Fühlt sich das einfach echt grauenvoll an. So, dann kommen wir hier zur nächsten Perücke. Da habe ich schon was entdeckt, was ich immer noch voll gerne mag. Das ist richtig süß, weil hier sind einmal Ohrringe drin. Die sind sogar ganz schön. Also ich muss ehrlich sagen, so, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Also die würde ich tatsächlich tragen. Die Wimpern jetzt eher nicht. Das ist halt nicht so mein Style. Aber ich finde das halt immer mega süß, wenn da irgendwie was so beigepackt wird. Und nochmal eine Wig Cap. Finde ich immer, ich finde einfach sowas macht dann direkt so voll den guten Eindruck. Also man freut sich da einfach drüber. Und hier kommt die Perücke. Eine lange blonde Perücke. Das ist auf jeden Fall eine Lace Front. Dieses Mal. Die hat eine super, super schöne Farbe. Seht ihr das? Die ist so blond, leicht gesträhnt. Also die hat da so echt ein hellblond, ein honigblond drin, ein weißblond. Das ist echt schön. Der Ansatz ist okay, ja. Nur was, also hier drin sind zumindest die Klammern an den Seiten, hinten und ein Gummiband. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nur was mir direkt auffällt, das hier ist so eine richtig, das habe ich noch nicht gesehen, aber das ist so richtig Fake Lace Front. Also das ist eine ganz normale Perücke und da wurde vorne einfach nur so ein Stück Netz dran genäht, damit man die als Lace Front verkaufen könnte. Also das finde ich richtig frech. Seht ihr das? Also das Stück, das wurde hier einfach dran genäht. Und die Haare, die vorne geknüpft sind, sind auch mehr schlecht als recht. Aber ich werde jetzt natürlich trotzdem mal aufziehen und bin super gespannt. So, ich bin wieder da und bei der muss ich ehrlich sagen, die geht klar auf jeden Fall. Was ich gut finde, was ich auch bei einer Synthetikperücke bis jetzt noch nicht so häufig gesehen habe, die sitzt richtig eng am Kopf und die ist richtig dünn. Also die sieht nicht, also die trägt halt einfach nicht so auf. Die ist extrem lang. Also wirklich, die würde ich einfach, wenn ich die jetzt tragen würde im Alltag, schneiden. Bestimmt so ein gutes Stück ab. Und da halt so ein bisschen Schnitt reinbringen, weil das ist mir persönlich viel zu lang. Die geht ja echt bis zur Mitte von meinem Popo. Aber so an sich finde ich die echt ganz gut. Für 31 Euro. Kann man da nicht meckern. Die Farbe ist super schön. Das ist auf jeden Fall so eine Perücke, mit der man irgendwie mal Fotos machen kann. Videos. Ich habe jetzt hier ein bisschen Trockenshampoo drauf gesprüht. Ist jetzt, glaube ich, keine Alltagsperücke. Außer man bringt jetzt echt einen richtig geilen Schnitt rein und ein bisschen kürzer. Nee, doch, die geht echt wirklich klar. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, boah, das wird jetzt alles voll der Reinfall. Aber die, auch so, sieht die richtig gut aus. Das ist ja halt echt cool, dass die so extrem dünn ist. Das macht die halt direkt ein bisschen natürlicher. Und die Haare fühlen sich auch tausendmal besser an als bei der davor. Ja, die gefällt mir echt gut. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, die irgendwie auf so eine Länge zu schneiden. Bis hier so. Das wird auch nicht schwer, weil die nicht so dick ist. Doch, die finde ich echt okay. Kann man mit leben. Für 31 Euro habe ich schon wesentlich schlechtere Perücken für viel mehr Geld in der Hand gehabt. So, hier ist die nächste Perücke und auf die bin ich super, super gespannt. Wirklich. Da kamen auch wieder Wig Caps mit. Sogar zwei. Und jetzt guckt es euch an. Boah, die sieht gut aus auf den ersten Blick. Das ist ein bisschen was Außergewöhnliches. Das ist eine Blonde in einem schönen Naturblond. Die hat so leichte Wellen, die auch richtig gut aussehen. Und die kostet 19 Euro, diese Perücke. Ich kann es gerade noch nicht glauben, wenn die echt so gut aussieht wie auf der Hand. Und die hat einen Pony. Wie cool ist das denn bitte? Die hat dafür halt keinen Scheitel, ne? So, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Aber durch den Pony natürlich auch keine Lace Front. Und die könnte tatsächlich auch so alltagstauglich sein, weil die Haare einfach voll natürlich aussehen und die fühlt sich auch echt gut an. So, ich zeige euch die jetzt einmal so. Sieht schon mega, mega cool aus irgendwie. Ich mag das total, aber ich glaube, ich glätte mir die ein bisschen, weil das ist für mich so, ich weiß nicht, so, keine Ahnung, zu lieb alles. Ich mache die jetzt mal glätten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Und ich muss sagen, so gefällt es mir echt besser. Die Perücke gibt mir irgendwie so voll die Lady Gaga-Vibes. Ich weiß auch nicht.
Ich finde die richtig cool. Also für Fotos und Videos ist die Bombe. Also mal irgendwie, um sowas Ausgefallenes zu machen. Und ich könnte mir sogar bei der vorstellen, die draußen zu tragen. Also ich habe die jetzt echt nur so ein bisschen angeglättet. Aber die finde ich echt richtig cool. Also meine Augenbrauen sind jetzt natürlich 10 Töne zu dunkel. Aber an sich. Und Leute, für 19 Euro. Und ich finde echt, das ist von den drei Perücken die günstigste, aber auch die beste. Die gibt es vor allem noch in Braun, in Schwarz. Also die gab es auf jeden Fall in mehreren Farben. Müsst ihr mal abchecken, wenn es euch gefällt. Und ich finde die echt richtig, richtig cool. Kann man auch diese Curtain Bangs machen. So, aber so gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Also die ist crazy, aber die ist richtig cool. Also mir gefällt es echt richtig gut und für mich ist das auf jeden Fall die beste. Die erste, mit der kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Die zweite ist wirklich ganz gut für den Preis und die ist Hammer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich noch mehr Perücken testen soll. Ihr könnt mir auch gerne Links auf Instagram oder so schicken von Perücken, wo ihr euch nicht dran traut, dann teste ich die für euch. Außerdem checkt auf jeden Fall mein Instagram und mein TikTok ab, weil es ist auch nochmal für euch unverlinkt. Und ich sag mal ciao und bis zum nächsten Mal.